Und ich übergebe ganz schnell an den Herrn Borner, wo es mich sehr freut, dass der für uns heute spielt. Genau. Und wir fangen relativ zügig an, weil es jetzt schon mit Verspätung, ne, so losgeht. Und ich freue mich sehr drauf, Herr Borner. Genau. Danke sehr. Dann auch von meiner Seite ein herzliches Willkommen heute zu meinem Konzert. Es freut mich, dass Sie heute hier sind. Ich möchte heute mit Ihnen gemeinsam auf eine musikalische Entdeckungsreise gehen zu unterschiedlichen Orten und Zeiten der Klavier- und Musikgeschichte. Wenn Sie einen Blick auf das Programm werfen, werden wir beginnen mit einem Stück aus der Zeit des italienischen Barocks von Domenico Scarlatti, bevor wir dann im Konzert hauptsächlich Stücke hören werden aus der Zeit der Wiener Klassik und der Romantik. Zwei Zeiten, die ungefähr von 1770 bis 1890 reichen insgesamt. Wir werden Stücke hören von Wolfgang Amadeus Mozart und Ludwig von Beethoven aus der eher früheren Zeit, sowie Stücke von Johannes Brahms und Frédéric Chopin und Franz Liszt aus der eher späteren Zeiten dieser Epoche. Im zweiten Teil des Konzertes wollen wir noch einige Werke aus dem Bereich der modernen Gegenwartsliteratur hören, Filmmusik hauptsächlich von Jan Thiersen und von Kai Rosenkranz, sowie ein Stück aus dem Bereich der Unterhaltungsmusik vom japanischen Künstler Hiruma. Ganz zum Ende des Konzerts möchte ich Ihnen dann noch ein Stück vorspielen, das mir persönlich sehr am Herzen liegt. Claude Debussys Clair de Lune aus der Suite Bergamesque. Ein Stück, das, wie ich finde, wie kein zweites es schafft, ein Konzert würdevoll zu beschließen, da es sehr, sehr leise anfängt, sehr allmählich zart beginnt, zu einem kuriosen Mittelteil anschwillt und dann nochmal über mehrere Minuten ganz ruhig und friedlich ausklingt. Und damit bleibt mir Ihnen heute Nachmittag viel Vergnügen zu wünschen. Genießen Sie es und herzlichen Dank. Danke. Ja.
Thank you.
Thank you.
Thank you.